Alle Inputs und Outputs eines Computers sind irgendeine Art von Information. Moderne Computer sind in der Lage, große Mengen an Informationen oder genauer gesprochen Daten zu verarbeiten und zu speichern. Stellt sich nur die Frage, wodurch sind Computer mit der Zeit immer leistungsstärker und kleiner geworden? Die Entwicklung moderner Computer wurde überhaupt erst durch die Erfindung des Transistors möglich, der für viele Fachleute als bahnbrechendste Erfindung der letzten 100 Jahre gilt. Transistoren lassen sich ein- und ausschalten. Das bedeutet, dass der Computer nur zwei verschiedene Zustände kennt, nämlich Spannung und keine Spannung. Oder Strom fließt und Strom fließt nicht. Und nun die entscheidende Frage: Wie müssen alle Daten, also Zahlen, Texte, Bilder und so weiter, gespeichert werden, damit sie elektronisch verarbeitet werden können? Die Antwort lautet: als eine Kombination von Nullen und Einsen, einem sogenannten Bitmuster. Die Zustände Spannung und keine Spannung werden durch 0 und 1 dargestellt. Ein Computer braucht daher eine eigene Sprache, in der alle Informationen nur mit diesen beiden Ziffern dargestellt werden. Die sogenannte Maschinensprache. Schauen wir uns nun näher an, wie Zahlen in Maschinensprache aussehen. Wir benötigen dazu ein Zahlensystem, das nur zwei verschiedene Ziffern umfasst, nämlich 0 und 1. Das uns bekannte Dezimalsystem ist ein Zahlensystem mit der Basis 10 und umfasst 10 verschiedene Ziffern: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Zahlen werden mit Ziffern dargestellt. Die Zahl 9573 setzt sich aus den Ziffern 9, 5, 7 und 3 zusammen. Jede Ziffer hat im Dezimalsystem einen anderen Wert oder genauer gesagt Stellenwert. Noch deutlicher wird das durch die Stellenwerttabelle. Die Zahl 9573 ergibt sich als Summe von 9 mal 1000, 5 mal 100, 7 mal 10 und 3 mal 1. Nun drücken wir die Faktoren 1000, 100, 10 und 1 noch aus 10er-Potenzen aus. Beim Binärsystem oder Dualsystem funktioniert das ganz analog. Während das Dezimalsystem die Basis 10 hat, hat das Binärsystem die Basis 2. Die Basis bestimmt die Anzahl der erlaubten Ziffern und Zeichen. Beim Binärsystem sind das die Ziffern 0 und 1. Betrachten wir die vierstellige Binärzahl 0110. In der Stellenwerttabelle ersetzen wir die Basis 10 durch die Basis 2. Wir können nun nicht mehr von der 1er, 10er, 100er und 1000er Stelle, also von 10er-Potenzen, sprechen. Es dreht sich jetzt alles um die 2er-Potenzen und wir bezeichnen die Stellen als 1er Stelle, 2er Stelle, 4er Stelle und 8er Stelle. Die Zahl 0110 ergibt sich nun wieder als Summe von 0 mal 8, 1 mal 4, 1 mal 2 und 0 mal 1. Die Faktoren 8, 4, 2 und 0 kann man dann noch als Zweierpotenzen ausdrücken. Das ergibt in Summe dann die Zahl 6. Und schon können wir Folgendes feststellen: Die Binärzahl 0110 entspricht der Dezimalzahl 6. Bleiben wir noch kurz beim Binärsystem und bei der Frage: Was ist denn eigentlich ein Bit? Ein Bit, das ist die Abkürzung von Binary Digit, also binäre Einheit, bezeichnet eine Stelle in einem binären Zahlensystem. Betrachten wir die Binärzahl 0111. Diese Binärzahl besteht aus 4 Bits. Wir gehen in diesem Fall von einer sogenannten LSB0-Bitnummerierung aus. Das bedeutet, dass sich das Bit mit dem niedrigsten Stellenwert, das Least Significant Bit, ganz rechts und das Bit mit dem höchsten Stellenwert, das Most Significant Bit, ganz links befindet. Die Binärzahl 0111 entspricht also der Dezimalzahl 7. Wie wir schon gesehen haben, können Binärzahlen in Dezimalzahlen umgewandelt werden. Und umgekehrt geht das natürlich auch. Wir können Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln, die dann den Computer weiterverarbeiten kann. Es gibt bereits unzählige Videos, welche die Umrechnung erklären. Daher verweise ich an dieser Stelle auf zwei andere Videos. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In der Informatik wird häufig noch ein weiteres Stellenwertsystem verwendet,
nämlich das Hexadezimalsystem mit der Basis 16. Die Basis gibt an, dass es 16 verschiedene Ziffern bzw. Zeichen verwendet. Dadurch, dass es mehr Ziffern gibt, nämlich 0 bis F, können große Zahlen im Hexadezimalsystem kürzer dargestellt werden als beispielsweise im Dezimalsystem oder im Binärsystem. Vor allem Binärzahlen sind im Hexadezimalsystem komfortabler darstellbar. Die Tabelle zeigt die Darstellung der Dezimalzahlen 0 bis 15 im Binär- und im Hexadezimalsystem an. Die Hexadezimalzahl 1F, welche durch die vorangestellten Symbole 0 und x als solche gekennzeichnet wird, entspricht der Binärzahl 00011111 und somit der Dezimalzahl 31. In der Videobeschreibung haben wir auch ein weiterführendes Video verlinkt. Wir benötigen also das Binärsystem, um beispielsweise Dezimalzahlen als eine Kombination von Nullen und Einsen als Bitmuster darstellen zu können. Wie werden aber nun einzelne Buchstaben kodiert? Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben. Man könnte jetzt einfach jedem Buchstaben eine bestimmte Dezimalzahl zuordnen und diese als Binärzahl kodieren. Und so funktioniert das auch im Prinzip. Um mit Zahlen einen Text darstellen zu können, benötigt der Computer eine Art Zuordnungstabelle, in der vermerkt ist, welche Zahl für welchen Buchstaben stehen soll. Diese Tabelle ist in beiden Richtungen eindeutig. Einem Buchstabe wird exakt eine Zahl zugeordnet und aus dieser Zahl wird exakt wieder der Buchstabe. Eine bekannte Zuordnungsvorschrift ist der ASCII-Code. Die Abkürzung steht für American Standard Code for Information Interchange. In der ersten Version des Standards wurden für jedes Zeichen im ASCII-Zeichenvorrat, der die Ziffern 0 bis 9, die Großbuchstaben und Kleinbuchstaben A bis Z und weitere Sonderzeichen umfasst, genau 7 Bits verwendet. Mit 7 Bit können insgesamt nur 2 hoch 7, also 128 verschiedene Bitmuster erzeugt werden. An jeder der 7 Stellen kann entweder 0 oder 1 stehen. Es gibt also jeweils 2 Möglichkeiten, die Stelle zu befüllen. Der ASCII-Zeichenvorrat reicht aber schon lange nicht mehr aus. Daher wurde ein größerer Zeichensatz, der sogenannte Unicode, eingeführt, der heute als internationaler Standard gilt. Grob gesprochen legt Unicode für jedes bekannte Zeichen einen digitalen Code fest. Vielleicht habt ihr auch schon von UTF-8 gehört. Das ist eine sogenannte Zeichenkodierung für Unicode. Ein Unicode-Zeichen kann in UTF-8 zwischen 1 und 4 Bytes groß sein. Apropos Byte, was ist das eigentlich? Ein Byte entspricht 2 hoch 3, also 8 Bits. 4 Bytes sind somit 4 mal 8, also 32 Bits. Mit einem Byte lassen sich bereits 2 hoch 8, also 256 verschiedene Bitmuster darstellen. Das können wir auch verallgemeinern. Mit n Bits lassen sich 2 hoch n verschiedene Zustände darstellen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Anzahl der Bits festlegt, wie groß die Information ist, die der Computer als solches verarbeiten und speichern kann. Meistens haben wir es mit größeren Informationseinheiten zu tun, wie beispielsweise einer Musik- oder Videodatei, bei der mehrere Megabyte verarbeitet bzw. gespeichert werden müssen. Hier ist eine Übersicht über die gängigsten Einheiten. In der Videobeschreibung haben wir auch ein weiterführendes Video verlinkt. Im iMOOCs-Kurs findet ihr dann auch noch weitere Übungsaufgaben. Viel Spaß dabei!